Gute Morgen, hier sind schon die Leute vom Mouvement Ecologique. Und wir haben gesagt, wir wollten durchziehen, das erste Buch auch immer einen Film auf den Blog zu setzen. Weil das erste Buch ja schon lange vergraben ist, das zweite Buch in der Zwischenzeit doch. Und dafür präsentieren wir von Zeit zu Zeit immer ein Rezept als Bücher. Und Hauke hat einen Tomatensuppe mit Buchweizen. Die ist ganz sehr fertig. Die ist also ideal im Sommer mit den guten frischen Tomaten. Und die Buchweizen ganz sehr wichtig. Nährwerte hat, Mineralien hat und auch ganz irgendwie Leute, die eine Glutenallergie haben, die können ruhig den Buchweizen essen. Und da will ich die Zuppe präsentieren, die am ersten Buch ist, natürlich genießen, auf der Seite 60, wenn ein Buch hat. Ganz schnell fertig, aber wenn der Rest hat, dann ist es auch ganz gut kalt. Dafür brauchen wir dann, das sind das auch vegan, das würde ich nachher nehmen. Wenn den Lo nicht vegan will machen, den hält dann auf Platz her noch Sojajoghurt dran, den hält dann normale Joghurt an Zopp. An Platz, der Teig schon warm ist, und ich den Alsander, das die vegan, würde die gerne holen als Ersatzbutter. Den ist schon schmelzig los, und daran erreicht ich Lo mein Buchweizen. Buchweizen drüschen, sieht so eckig aus, und wenn in der Karte als ein Trick dabei, weil so ein großen Butter Schleim ausschiebt, als den Trick dabei, den ganz mit viel kaltem Wasser zu schwenken. Dann ist die Butter gut wasch und es schmeckt auch viel, viel besser. Hier geht es an dem Alsan, geht es einmal aufgeräuchert. In der Zwischenzeit tun wir dafür die Zopp relativ so dick innen, die gewürfelt. Weil es nicht so rein zu sehen, weil es nur noch püriert wird. Gucken, Zeit zu Zeit muss ich dann einfach da rein, nicht das denken. Schwarz gehen kehren. Und dann kommt Knoblauch dran, so oder drei Zeven. Amateur holen bestimmt drei Zeven. Das ist gute Frische, du brauchst dann die Mitte des Kings nicht rauszuschneiden. So, und Zopf dabei kommt auch noch ein Gourgette. Die wird klein gewürfelt. Voilà. Und wie du mit seht, natürlich auch Tomaten. Das ist immer besser dann Tau drauf, dafür immer so ein paar erritzen. Das Wasser ist so gut wie warm, ein paar kurz kochend Wasser zappen. Setzen noch ein bisschen gemäß Brit ab. Kann ich noch das Wasser holen, wo Tomaten, wo ich Tomaten dran leihen hun. Wir setzen noch frisch Wasser ab. Wenn Tomaten immer sich so gewöhnt, ich meine, den Strunk hier rausschneiden. Ich schmecken ja auch gar nicht gut. Das ist strich. Und zweitens setzen sie sich immer am Strunk vom Gemäß, setzen sie Nitrate fest und die muss ich nicht unbedingt mit essen. Kehren ein bisschen rauf. Gerade Brezzi mit den Tomaten. Voilà, Tomaten. Grauf geschnitten. So, und inzwischen ist das Wasser also vorher für das Gemäß Brett. Du mal so einen guten halben Liter. Dann machen wir einen knappen Esslöffel des Küb dabei. Natürlich Gemäß, als Gemäß. Das schütten wir bei als Buchweizenkern. Dabei gehen wir dann als Gourgette, die wir geschnitten hatten. Tomaten. Und als innen an den Knoblauch. Die als Leichtzopfe geht noch nicht mit Öl geschafft. Was vielleicht abgefallen ist, ein bisschen, wo die Kerne gebraten sind. Aber sonst kann gucken, kein Öl dabei drinnen am Knoblauch, die gehen einfach nur mit an den Brett gehalten. Dafür ist ein Leichtzopfe für den Sommer. Aber wie gesagt, wenn der Rest bleibt, kann ich noch gut kalt essen. Oder wer doch schön ist, wenn er Witte hat, ein kleines Gläser machen und dann ein bisschen mit Liebstöckel dekorieren. So, das ist sowas fertig. Ich kann ein bisschen kochen, immer so pürieren. Und nur an der Zopf machen wir Magiskraut dabei. Also Liebstöckel, und plötzlich dann die Magiskraut. Das ist noch mal Buchweizen mehr. Das ist ja frisch Lützburg, das ist ja hier. Und Zopf könnt noch für den Gut von den Tomaten verstärken,
könnt dann auch nach nachdem es ein bisschen gekocht wird, könnt nach Tomaten Püree dran. Das verstärkt immens den Gut. Ein Kopfkacher los und dann kann sie püriert gehen so. So, es ist so gut wie fertig. Du könnt noch zum Schluss, wird noch ein bisschen gewürzt, mit Kräutersalz, nicht zu viel. Pfeffer. Und ein Esslöffel oder zwei Esslöffel Sojasauce oder Shoyu. Ich kann noch Tamari holen. Unterschied ist, dass am Shoyu nach Wesma drauf verschabt ist. Aufpassen aber Leute, die eine Glutenallergie haben, die sollen dann auf den Tamari zurückgreifen. Relativ dick in den Sop. Kann ihn dann ein bisschen längen. Schön nach dem Wasser von den Tomaten, das warme Wasser. Das hängt immer von der Größe und der Gorge auf. Oder für viele Kehren, wenn du ein paar Kehren mehr hast, dann deckst du das natürlich. Gorge ist immer, das Gorge ist immer schön cremig. So, würzt man ein bisschen noch. Und ganz am Schluss, für vegan, haben wir dann ein Soja-Joghurt. Gehen wir dran. Wenn das nur einmal zu sein ist, ich kann natürlich auch etwas, weil du kein Joghurt dran zu machen, die kann ein bisschen Soja-Nanda dran machen, so eine Art Frischkäse. Vegan oder eben auf Sauerrahm zurückgreifen. Voilà, als Zauber ist fertig. Und da wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich auch beim Genießen. Adieu!